Alexander Fischer und Marius Raab präsentieren werden. Trau keinem Experten, also überzeugen Sie sich, ob alles richtig ist, aber wem vertrauen Sie denn dann? Fake News und Verschwörungstheorien als Realitätsmodellierungen heißt der Vortrag, bisschen abweichend von der Ankündigung in unserem Abstract und Programm. Bitte, Alexander und Marius. Ja, herzlichen Dank. Die erste Aufgabe ist überstanden, nicht zu stürzen beim auf die Bühne gehen. Das ist mal so mein Albtraum, von daher bin ich schon froh. Für mich ist heute schon alles gut gelaufen. Wir wollen heute über etwas sprechen, was erstens der Cicero kürzlich als die Weltreligion des dritten Jahrtausends bezeichnet hat. Das sind Verschwörungstheorien und wir wollen auch über Fake News sprechen. Sie erinnern sich, postfaktisch ist 2016 zum Wort des Jahres geworden, sowohl in Deutschland als auch in England. Und wir wollen uns diese beiden Phänomene etwas näher anschauen. Also Sie sehen, es geht hier um etwas. Und gerade in Zeiten von Statusunsicherheiten und Konflikten, der Suche nach Wahrheit, wollen wir uns diese Phänomene etwas genauer anschauen. Das heißt, unser Vortrag ist ziemlich einfach gegliedert. Wir werden uns erstmal anschauen, was sind Fake News, wie wirken sie. Deswegen sind wir hier zweigleisig auf der Bühne, nämlich einmal als Psychologe und einmal als Philosoph. Wir wollen versuchen, das für Sie in diesen beiden Hinsichten ein bisschen aufzuschlüsseln. Dann wollen wir uns anschauen, was Verschwörungstheorien sind und auch wie diese funktionieren und letztendlich auch fragen, warum beides Konjunktur hat. Und die letzte Frage, mit der wir dann enden werden, bei der es aber natürlich so ist, dass wir uns da eine Menge vorgenommen haben, ist, was wir eigentlich tun können. Also keinem Experten zu trauen, aber wem dann, ist eine Frage, die, glaube ich, sehr, sehr brennend ist. Ich bremse Ihre Erwartungen ein bisschen zu Beginn. Das ist nämlich eine derart schwierige Frage, dass wir die wahrscheinlich eher in der Diskussion näher angehen müssen. Okay. Ja, danke schön. Und da renne ich wahrscheinlich offene Türen ein, dass Sie diesen Artikel, die meisten von Ihnen schon mal gelesen haben, A Cult of Ignorance, das war jetzt 1980, wo Isaac Asimov sich im Prinzip schon beklagt hat, dass irgendwie dieses Vertraue den Experten nicht in die amerikanische Politik immer mehr reingewandert ist. Also dieses Misstrauen gegenüber allen Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Und auch bei ihm schon natürlich die Frage, was tun wir dagegen? Also er fragt sich hier natürlich, ob das so gut ist, wenn wir alle, die sich als Elite bezeichnen oder die aus welchen Gründen auch immer diesen Elite-Status haben, ob wir denen wirklich so misstrauen sollten, aber letztlich ist es eine Frage, die uns schon seit, sage ich mal, fast 40 Jahren beschäftigt. Und bei der Vorbereitung ist mir dann auch aus dieser Zeit noch ein Beispiel eingefallen für Fake News, das vielleicht einige von Ihnen noch kennen, Hitlers Tagebücher. Also es ist kein neues Phänomen. Es ist insofern auch ein schönes Beispiel. Vielleicht kennen auch einige von Ihnen den Film Stonk, wo man sich natürlich fragt, FH, also Hidden in Plain Sight, wie konnte das durchgehen? Wie konnten lauter gut ausgebildete, hochbezahlte Journalisten auf etwas reinfallen, wo eigentlich schon die Initialen auf dem Deckblatt gar nicht stimmen? Also wie da eine gesagt hat, Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, aber es hat eben damals keinen gestört. Die Auflage, das Versprechen der großen Auflage war einfach zu groß. Gut, jetzt haben wir halt fast 40 Jahre später und wir haben Donald Trump und das ist im Prinzip ein dankbares Beispiel, weil er diesen Begriff Fake News natürlich immer wieder verwendet. Also das hier ist schon ein Tweet, der ist ein bisschen älter, wo er eben auch auf diesen Fake News herumreitet, wo er eben das Ganze als Begriff benutzt, um Stimmung zu machen. Und eben, wo er auch hier sagt, Drain the Swamp, also letztlich auch wieder diese Idee gegen die Eliten, gegen diesen Sumpf, gegen die Leute, die es eigentlich besser wissen müssten. Und Sie sehen ja auch an diesen Zahlen hier, dass es relativ vielen Leuten auch gefällt, was Herr Trump da sagt. Und das ist jetzt ein Tweet von vorgestern. Das ist jetzt insofern interessant, weil er hier diesen Begriff Fake News jetzt nochmal umdefiniert hat. Wenn er jetzt hier schreibt, Fake ist eigentlich alles, was negativ über ihn berichtet wird, das ist automatisch Fake. Ist natürlich eine sehr eigenwillige Interpretation, zeigt uns aber auch, dass dieser Begriff letztlich schwer zu greifen ist, dass ich ihn definieren kann, wie ich ihn will und deshalb natürlich auch psychologisch oder auch philosophisch schwer zu fassen. Ich erinnere mich dann immer so an meine erste Begegnung mit Fake News, das war vor ein paar Jahren auf Facebook, das ist jetzt mal ein Symbolbild. Ich gehe so auf Facebook und dann kommt so ein Post, dass irgendwo in einem kleineren Ort
in der Nähe von Bamberg, wo ich wohne, irgendwie ein Familiendrama gewesen wäre mit so und so viel Toten und ein Vater hätte seine ganze Familie ausgelöscht. Und letztlich, wenn man da drauf geklickt hat, ist man auf eine Seite gekommen, die einen mit Schadsoftware infiziert hat. Das heißt, es war frei erfunden und irgendwo lief ein Skript, was nichts anderes gemacht hat, als die IP-Adressen der Leute zu nehmen, zu schauen, wo wohnen die und dann aus einem automatisierten System sozusagen Fake News zu generieren, in der Hoffnung, dass die Leute da drauf klicken und dann eben ein Trojaner auf den Rechner kommt. Genau, also ein unscharfer Begriff, eigentlich seit fast 40 Jahren in der politischen Debatte. Und wie definiert man den? Also es gibt ja einen Philosophen, der ist Matthew Dentis, der sagt, das sind angebliche Fakten. Also Fake News sind erstmal Dinge, die können ein bisschen stimmen, die können komplett ausgedacht sein, aber es sind erstmal Dinge, wo der Wahrheitsgehalt zumindest zweifelhaft ist. Und das Zweite, was er schreibt, ist eben, es ist aber auch eine rhetorische Figur. Ich denke, das haben Sie in diesen Tweets von Donald Trump gesehen. Das heißt, wenn ich irgendwas als Fake News bezeichne, fördere ich damit ja diesen Mainstream-Diskurs heraus und hebe etwas auf eine andere Ebene. Also wenn ich jetzt sage, Klimawandel wäre ein Fake News, eigentlich ist ja Klimawandel durch, den gibt's. Aber so, wenn ich sage, das sind Fake News, hebe ich ihn aus dieser politischen Ebene, was tun wir dagegen, wieder auf die wissenschaftliche Ebene, gibt's den überhaupt? Und dadurch, durch dieses Zusammenspiel von Meinungen und Fakten, kommen wir eben in diese Grauzone, wo wir sagen, Fake News sind einerseits Dinge, die vielleicht gar nicht so stimmen. Es ist aber auch ein Kampfbegriff, um in der Debatte gezielt das, sage ich mal, Overton-Fenster, also diesen Diskursraum zu verschieben. Genau, und letztlich ist sein Fazit, Fake News erzeugen die Illusion einer Kontroverse. Also allein wenn ich sage Fake News, tue ich irgendwas in den Diskurs bringen, was eigentlich für viele Menschen schon eine ausgemachte Sache war. Und diese Illusion einer Kontroverse ist natürlich hochproblematisch, gerade in der Demokratie. Ich habe jetzt mal eine sehr aktuelle Studie gefunden von den Medienpsychologen aus Mainz. Und Sie sehen es an diesen grünen Balken, ohne jetzt alles lesen zu müssen. Die grünen Balken sind die Leute, die meinen, Fake News sind ein Problem und wir sollten etwas dagegen tun. Und jetzt sehen wir ja eigentlich 74%, die sagen, sie sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Was dann natürlich nicht so schön ist, wenn man sieht, 13% teils und 7%, die sagen, Fake News sind eigentlich überhaupt kein Problem. Und hier zeigt sich schon auch diese Polarisierung, dieser Keil, der letztlich in die Gesellschaft, aber auch in die Wissenschaft hineingetrieben wird. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum greifen die überhaupt? Also warum sind Fake News etwas, was uns anspricht? Und da kommen wir jetzt auf ein Phänomen, was die Philosophen hier ganz gut herausgearbeitet haben, nämlich eigentlich können wir ja gar nicht anders. Der eine hat es zum Beispiel kognitive Arbeitsteilung genannt. Wenn wir täglich in der Welt unterwegs sind, müssen wir irgendwie diesen ganzen Strom an Informationen verarbeiten und dabei müssen wir uns notwendigerweise auf andere epistemische Agenten verlassen. Und diese epistemischen Agenten können halt manchmal die Wahrheit sagen, manchmal aber auch nicht. Goldberg hat es ja sehr schön gesagt, jetzt ein bisschen formaler, wenn nicht P wahr wäre, hätte ich davon gehört. Und das ist eben so dieser Modus, dieser Autopilot, auf dem wir meistens durch die Welt gehen, dass wir uns sagen, naja, wenn das nicht stimmen würde, hätte ich das schon irgendwie mitgekriegt, also stimmt es wahrscheinlich. Und diese Heuristik ist eben, dass wir uns notgedrungen auf unseren sozialen Kontext verlassen müssen. Genau, und jetzt vielleicht nur, bevor wir dann zu Verschwörungstheorien kommen, wo eben diese Fake News oft ein wichtiges Beispiel sind. Hier mal das Problem mit Fake News, was eben Wissenschaftler, die sich jetzt in den letzten 2-3 Jahren viel mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Das große Problem ist eben, dass wir Fake News ja irgendwie in der Welt haben. Und wenn wir jetzt, gestern ging es ja glaube ich auch viel um dieses Debunking, die alte Lehrerregel, nie etwas Falsches an die Tafel zu schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt Fake News aufgreife und versuche, sie zu widerlegen, bringe ich sie damit ja erneut in den Diskurs. Und es gibt hier eben eine schöne Studie von Peter und Koch, die haben den Leuten Mythen und Fakten über einen Darmkrebstest präsentiert und nach ein paar Tagen war schon eine der Mythen, die eigentlich widerlegt wurden in diesem Moment, als Faktum, dass es doch so sei,
den Leuten in Erinnerung. Was eben jetzt psychologisch daran liegt, wenn wir irgendwas erinnern, erinnern wir meistens nicht mehr den Kontext, in dem wir es aufgenommen haben. Und das heißt dann, wir vergessen quasi die Quelle, wir haben es nur noch im Kopf. Und wenn wir das öfters hören, gehen wir irgendwie davon aus, naja, ich habe schon öfters gehört, vielleicht war die Quelle ja ganz zuverlässig, da wird schon etwas dran sein. Also diese Heuristiken, diese kognitiven Hilfsmechanismen, die uns im Alltag eigentlich sehr hilfreich sind, die aber hier dazu führen, dass wir solche falschen Informationen leider immer wieder in unserem Kopf verstärken, vielleicht gerade dadurch, dass wir sie widerlegen wollen. Genau, also hier diese Fact-Checker, die es jetzt überall gibt, bei der Tagesschau oder hier bei amerikanischen Seiten, haben halt dieses große Problem, wenn ich etwas widerlegen will, muss ich ja diese ursprüngliche Behauptung erstmal hinschreiben, damit verständlich wird, was ich da überhaupt widerlegen will. Und alleine durch dieses erneute Präsentieren bleibt bei manchen Menschen oder eigentlich bei uns allen in verschiedenem Ausmaß im Kopf hängen, dass ja vielleicht doch etwas dran sein könnte. Also man könnte es mit Paul Watzlawick eigentlich, den kennen Sie ja alle, sagen, man kann Fake News nicht rezipieren. In dem Moment, wo ich sie ignoriere, bleiben sie als unwidersprochenes Faktum im Diskurs. In dem Moment, wo ich versuche, sie zu widerlegen, bringe ich sie erneut in den Diskurs auf die Gefahr, dass es in unseren Köpfen irgendwie hängen bleibt. Und Fake News sind eben, sage ich mal, ein Baustein, der dann in Verschwörungstheorien eine große Rolle spielt und wie wir uns aus diesen Fake News, aus diesen Verschwörungstheorien die Realität konstruieren, übergebe ich jetzt wieder an dich. Genau, Sie haben jetzt schon gehört, dass Fake News im Prinzip Bausteine komplexer Überzeugungssysteme sein können. Diese komplexen Überzeugungssysteme wollen wir uns jetzt in Form von Verschwörungstheorien anschauen und erstmal fragen, was sind überhaupt Verschwörungstheorien? Versuchen wir das Ganze mal allgemein zu definieren. Also eine Verschwörungstheorie ist erstmal ein Versuch, ein Ereignis, ein Zustand oder eine Entwicklung durch ein zielgerichtetes geheimes Wirken von Personen zu einem meist illegalen oder illegitimen Zweck zu erklären. Das wäre erstmal diese grundsätzliche Vorstellung davon, was Verschwörungstheorien überhaupt sind. Es gibt dann mehrere Bestandteile, die diese Erklärung in sich aufweist. Zunächst hätten wir da ganz einfach eine Hypothese. Wir hätten Beschreibungen, die werden hier meist in Dualismen in Gut und Böse gemacht und es gibt Zwecksetzungen. Abgesehen von dem Gut und Böse merken Sie schon, dass das Ganze im Prinzip auch für eine wissenschaftliche Theorie gilt. Auch dort gibt es Hypothesen, Beschreibungen und Zwecksetzungen. Es gibt meistens auch einen Verlaufsrahmen. Ich habe jetzt hier als Beispiel einfach mal die New World Order genommen. Also Sie kennen das, das ist im Prinzip eine autoritäre, supranationale Weltregierung geben soll, die von Eliten und bestimmten Geheimgesellschaften im Prinzip erarbeitet wird. Verlaufsrahmen gibt es aber eben auch in der ganz normalen Wissenschaft. Also wenn Sie die Evolutionstheorie beispielsweise als Hintergrund nehmen, haben Sie auch dort einen Verlaufsrahmen, in dem Sie Ihre Hypothesen, Ihre Beschreibungen und Zwecksetzungen einarbeiten. Was bei Verschwörungstheorien allerdings hinzukommt, ist Geheimniskrämerei. So haben wir es jetzt hier mal genannt. Also das heißt, es gibt irgendwie immer so dunkle Flecken, die es innerhalb dieses theoretischen Bereiches gibt, der dort betrachtet wird. Und es gibt immer Sonderwissen. Also es gibt ein Wissen, das nicht einfach nachvollziehbar ist von Ihnen und von anderen. Und wenn man nachfragt, man sozusagen gewisse Schwierigkeiten hat, um auch an dieses Wissen heranzukommen. Versuchen wir das Ganze noch ein bisschen weiter aufzudröseln und allgemeine formale Standards der Verschwörungstheorien zu etablieren. Also sie sind erstmal kohärent konstruiert. Die Dinge haben gewisse Zusammenhänge. Sie erinnern sich, wenn es um den Pass von Mohammed Atta geht, der in New York auf dem Bürgersteig gefunden wird, ist es natürlich in Verbindung zu den World Trade Center Anschlägen und es gibt Mohammed Atta als der Pilot und so weiter und so fort. Und dann wird die Verbindung gemacht, dass die CIA dort diesen Pass platziert haben müsste. Also man versucht, Kohärenzen herzustellen. Man knüpft natürlich an die Realität an. Also es ist ein Anschlag, der passiert ist in dem Sinne und es ist auch etwas, also der Pass ist auch tatsächlich gefunden worden. Allerdings ist unklar, wer ihn platziert hat. Es gibt relativ einfache Beschreibungen von Sachverhalten. Das ist so eine Eigenschaft von Verschwörungstheorien, wenn Sie da mal genauer hinschauen, dass es gibt so ein paar Variablen, die immer relativ gut zusammenpassen und diese Variablen sind meistens auch relativ grob geschnitzt, zumindest zum Anfang. Also die Reptiloiden beispielsweise, die in den Regierungen der Welt unterwegs sind, um auch wiederum sozusagen gemeinsam verschwörerisch eine Regierung über die Welt zu schaffen. Das ist erstmal ein relativ einfacher Baustein, der da zustande kommt.
Dann haben wir auch einfache Erklärungsmuster, die ich eben schon gesagt habe. Also man fragt wenig danach, wieso und weshalb und wie die CIA das dort platziert hat, sondern es ist erstmal einfach so. Und es gibt Evidenzen. Und hier möchte ich einen Unterschied machen, der ganz wichtig ist, nämlich Evidenzen sind nicht Beweise. Also es gibt gewisse Hinweise, dass das so sein könnte, aber sie können diese nicht zu harten Fakten umarbeiten. Und das ist alleine schon, wenn wir da sozusagen epistemisch drüber nachdenken, wie Marius es schon angedeutet hat, ein ganz interessanter Punkt. Im Englischen gibt es auch diese Unterscheidung zwischen Proof und Evidence. Also Indizien könnte man vielleicht auch im Deutschen sagen, die es eher dafür gibt, die dafür sprechen könnten. Aber der Modus, in dem diese Indizien verarbeitet werden, ist ein ganz anderer als der eines rationalen Arguments. Aber da kommen wir später noch zu. Dann gibt es meistens Referenzen auf ungenannte Experten und Insider. Das ist das, was ich schon angesprochen hatte, das Sonderwissen. Es gibt immer jemanden, der davon weiß, der aber meistens nicht auf der Bühne erscheint, sondern auf den verwiesen wird und der nicht auf der Bühne erscheinen kann. Natürlich, warum? Weil sonst sofort die CIA kommt und ihn erschießt oder was auch immer. Und es gibt eine ganz interessante Variante, die immer wieder auftaucht, wenn es um Verschwörungstheorien und die Kritik an Verschwörungstheorien geht. Nämlich beim Auftauchen von neuen Fakten sind Verschwörungstheorien relativ dehnbar. Sie sind dann immer, also wir finden uns dann immer in so einem, das ist eine Interpretationsfrage, Muster, mit dem wir dann umzugehen haben, beziehungsweise die eigenen Prämissen der Verschwörungstheorien sind tatsächlich, wenn man genauer hinschaut, recht beweglich. Und es ist im Prinzip eine Immunisierungsstrategie. Und hier kommen wir auch in den epistemischen Bereich, es gibt einen kohärenztheoretischen Begriff von Wahrheit, der im Rahmen von Verschwörungstheorien gültig ist. Das heißt, die Kohärenz einer Aussage mit anderen Aussagen bestimmt diese Wahrheit einer Aussage. Normalerweise würden wir aber eher davon ausgehen, dass es einen korrespondenztheoretischen Begriff von Wahrheit gibt. Was bedeutet korrespondenztheoretischer Begriff von Wahrheit? Dort ist es so, dass subjektive Aussagen genau dann wahr sind, wenn sie mit den Tatsachen der objektiven Welt übereinstimmen. Der Faktor ist also, Sie haben zwei Dinge, Kohärenz und Konsistenz. Wenn Sie wissenschaftliche Theoriebildung betreiben, dann versuchen Sie beide Faktoren in den Fokus zu nehmen. Sie versuchen nicht nur die Zusammenhänge klar zu machen und die Zusammenhänge schlüssig zu machen, sondern Sie versuchen auch eine Konsistenz herzustellen, also eine logische Schlüssigkeit, eine Sinnhaftigkeit des Ganzen, die auch mit der Außenwelt verbindbar ist und zwar auch einfach verbindbar ist. Das ist in diesem Fall von Verschwörungstheorien nicht der Fokus, sagen wir es mal so. Die Konsistenz ist nicht der Fokus, sondern die Kohärenz ist der Fokus. Spezifische formale Standards, die können wir relativ schnell durchgehen, sind bei Verschwörungstheorien, dass es Kausalitätskonstruktionen gibt, die in der Regel nicht multikausal sind, sondern das ist eine lineare Erklärung, die stattfindet. Es gibt nicht mehrere Möglichkeiten, wie das zustande kommt, sondern es ist linear. Die Ereignisse, die stattfinden, werden immer intentional interpretiert. Also das heißt, der Pass von Mohammed Atta, der konnte nicht durch Zufall dort gelandet sein, weil das Flugzeug in 1000 Teile zerstoben ist und das Ganze irgendwie runtergeflogen ist, sondern das muss irgendwie platziert gewesen sein. Da steckt eine Intention dahinter. Es gibt eine Menge Auslassungen, wenn man sich das genauer anschaut. Also in dem geschehenen Ereignis, aber eben auch in der Darstellung der Verschwörung. Es bleiben einfach dunkle Punkte. Was aber in der Regel damit erklärt wird, dass man die jetzt nicht klarlegen kann, weil sonst irgendwas passiert beispielsweise. Es ist oft eine einzige Erklärung, also es geht immer wunderbar alles auf, das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen, und es gibt verborgene Mächte. Nichts ist, wie es scheint. Also das heißt, man versucht, die Standards, die wir normalerweise haben in erkenntnistheoretischer Hinsicht, wenn wir uns fragen, wie wir in der Welt etwas erkennen können, die sind aufgehoben, weil sowieso nichts ist, wie es scheint. Heutzutage sind es oft die Amis, früher waren es stärker die Juden, in Anführungszeichen, die als Täter von vornherein feststehen. Denn letztendlich ist es so, dass es in dieser Täterkonstruktion auch immer die Frage gibt, wem nützt das Ganze eigentlich? Und es gibt immer Profiteure innerhalb eines verschwörungstheoretischen Konstruktes. Das, was dabei so interessant ist, und da kommen wir vielleicht diese epistemischen Modi, von denen wir schon gesprochen haben, noch ein bisschen weiter aufschlüsseln, ist, dass hier eigentlich, so würden wir das beschreiben, Geschichten erzählt werden. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so aufregend, aber wenn wir uns genau anschauen, was Geschichten eigentlich sind und wie sie sozusagen erklärt werden, erzählt werden, dann werden uns einige Dinge deutlich, die sozusagen mit diesen Standards, die wir gerade etabliert haben, gut zusammenpassen. Polkinghorne hat gesagt, es ist eine der Stärken des narrativen Denkens, die Spaltung zwischen Subjekt und Objekt,
zwischen Wissenschaft und Kunst zu überwinden, wo immer es um das Verstehen des Selbst, der anderen und der physischen Umwelt geht. Und Sie merken schon hier, wenn wir uns mit der Subjektivität, der Objektivität von Dingen beschäftigen, dass Erzählungen narrativ einfach als erzählend zu übersetzen, dass Erzählungen uns genau das ermöglichen, die Dinge zusammenzubringen, und zwar uns selbst zu verorten, die anderen zu verorten und die Dinge, wie sie in der Welt passieren, zu verorten, innerhalb eines Konstruktes. Wir haben es also im Rahmen von Verschwörungstheorien mit einer spezifischen narrativen Form der Realitätsmodellierung zu tun. Ein schönes Beispiel dafür ist eigentlich, wir haben da heute Morgen beim Frühstück drüber gesprochen, wenn Sie sich gegenseitig erzählen, was beim Ersten Weltkrieg passiert ist, dann sagen Sie in der Regel, da ist ein österreichischer Thronfolger erschossen worden, dann sind Bündnisketten losgegangen, dann war dieser schreckliche Krieg in Frankreich mit Grabenkriegen und die sind immer nur Zentimeter vorangegangen und so weiter und so fort. Und bumm, haben Sie genau das, was sozusagen einen narrativen Modus des Verarbeitens beschreibt. Sie nehmen die Punkte, die Sie kennen, die Sie natürlich auch aus Geschichtsbüchern kennen, und Sie verarbeiten sie zu einer Geschichte. Das, was hier nebenbei läuft, ist eine sehr, sehr alte Studie von Haider und Simmel gewesen, die gewissermaßen versucht haben, dieses narrative Denken, das ich gerade beschrieben habe, als eine universelle Form der Erkenntnis zusammenzubringen. Was Sie hier sehen, sind Dreiecke und Kreise, die da am Anfang, die irgendwie in Interaktion miteinander stehen. Sie sehen jetzt, dass dieses Dreieck jetzt auch noch diese Kiste da zerbricht. Und was dabei rausgekommen ist bei den Ergebnissen, ist, dass man das im Prinzip so interpretiert hat, dass hier offenbar sowas wie ein Ehedrama abläuft. Dieser Kreis ist sowas wie das Kind und die beiden großen Dreiecke streiten sich darum und kommen irgendwie nicht zueinander und am Ende rastet dieses eine Dreieck aus und zerschlägt das Haus sozusagen, in dem sich das andere Dreieck versucht hat zu verstecken. Die These, die dahinter steht von Haider und Simmel von 1944 schon, ist, dass wir dazu neigen, eben die Welt narrativ zu verstehen. Also unser Gehirn in einen Erzählmodus geht und mit den Fakten auf eine Art und Weise umgeht, die eben nicht rational theoretisch ist. Diesen aufeinanderfolgenden Ereignissen wird eine Kausalität zugesprochen und wir vermuten sogar Intentionalitäten innerhalb solcher abstrakter Konstrukte wie Dreiecke und Kreisen. Versuchen wir kurz besser zu verstehen, was Erzählungen eigentlich sind, um damit auch zu verstehen, wie Verschwörungstheorien funktionieren. Das sind mentale Modellkonstrukte. Ich habe das mit dem Ersten Weltkrieg angedeutet. Sie haben sozusagen ein Modell dieses Ersten Weltkrieges in Ihrem Kopf, dass sie zum Teil wissenschaftlich gar nicht unterstützen können. Es ist gar nicht klar, warum es jetzt von diesem österreichischen Thronfolger ausgehend den Kriegsausbruch gab. Es gab eine Menge Attentate zu der Zeit. Es ist auch zum Teil nicht klar, warum es einen Grabenkrieg gegeben hat, denn die Erfindung der neuen Kriegswaffen hätte eigentlich dazu führen müssen, dass vor allem, weil es gewisse Übergewichte gab, dass der Krieg hätte viel schneller voranlaufen müssen und so weiter und so weiter. Aber wir haben sozusagen eine bestimmte Sketche von bestimmten Szenarien, die wir zu einer Geschichte, die passt, zusammenbringen. Und damit erzeugen wir im Prinzip die Welt in unseren Köpfen. Narrationen sind dann etwas, was Zusammenhänge schaffen kann, vor allem Heterogenes zu synthetisieren vermag. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr irres Phänomen, weil sie im Prinzip Dinge, die sich auch direkt widersprechen, wunderbar nebeneinander einordnen können innerhalb einer Erzählung, die sie in ihrem Kopf haben. Denn Sie müssen nur zwischen den Elementen Beziehungen herstellen und das Geschehen so verstehbar machen. Außerdem legen Narrationen Begründungszusammenhänge nahe. Und das ist ganz wichtig für die Verschwörungstheorien, denn es gibt dort etwas, was zu verstehen ist. Es gibt eine inhärente Erklärungskraft, die innerhalb dieser Geschichte steht, die eben nicht das rationale Argument unterstützt, sondern im Gegensatz dazu funktioniert. Rationale Argumente zeichnen sich denn eigentlich dadurch aus, dass sie neutral sind, also von partikularistischen Interessen gereinigt sind. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie von Vernunft unterlegt sind. Es gibt den zwanglosen Zwang zum besseren Argument, wie Habermas es mal gesagt hat, wenn wir in rationaler, vernünftiger Art und Weise versuchen, etwas zu durchdenken. Sie sind durch propositionales Wissen geprägt, also wissen, was der Fall ist. Eine bestimmte Proposition ist wahr, 2 plus 2 ist 4. Und sie sind rational, gemäß ihrem Namen, also unemotionalisierte Erkenntnisformen, die eine mittelbare Relation über eine Sache herstellen. Narrationen hingegen sind partikular,
Also man kann auch Unüberprüfbares dort einarbeiten, man kann bestimmte Wertvorstellungen, die man selber hat, dort einarbeiten und Bedeutungen, die man selbst mitgebracht hat. Man hat ein Maß an intersubjektiver Angemessenheit. Also es geht nicht darum, ob das rational überzeugend ist, sondern ob es intersubjektiv angemessen ist. Es ist keine zwingende Begründung, sondern innerhalb einer Gruppe kann sich das sozusagen verifizieren, indem sie andere finden, die dort mitmachen bei dieser Überzeugung, indem sie intersubjektiv dann zusammenkommen. Und es gibt hier eine Menge nicht propositionales Wissen, also ein praktisches Wissen, wie die Dinge eigentlich abgelaufen sind. Und auch die Emotion hat hier eine Menge Platz als Komplement zur Rationalität. Also es gibt eine gewisse Form von Rationalität, das Erzählen ist nicht vollkommen irrational, aber sie haben einen ganz gewissen Raum reserviert dafür, dass sie im Prinzip eine emotionale Überzeugung mit dort hineinlegen können, was bei dem rationalen Argument nicht dazugehört. Das Ganze lässt sich dann so zusammenfassen. Wir haben gewissermaßen eine Abkürzung im Denken. Es gibt ein narratives im Gegensatz zu einem paradigmatischen Verstehen, so hat es Jerome Bruner genannt, der in der narrativen Psychologie unterwegs ist. Narrativ heißt also, es gibt eine Plausibilität von Kausalitäten als Ziel und nicht zwingend objektive Kohärenz und Konsistenz, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Paradigmatisch dagegen ist das mit der wissenschaftlichen Kohärenz und Konsistenz in der Erkenntnis als Ziel. Es geht um universale Prinzipien mittels der Vernunft oder es geht um beweisbare Kausalitäten, die sie in den Naturwissenschaften zu erarbeiten versuchen. Das heißt, was wir bei Verschwörungstheorien ganz evident finden, ist, dass Lücken, die wir finden in Erklärungen, uns eigentlich dazu anregen, Erzählungen zu konstruieren. Und Verschwörungstheorien sind vor diesem Hintergrund sozusagen als gute Erzählungen zu verstehen. Gut, nicht im Sinne von normativ gut, moralisch gut, sondern sie sind zum Teil gut gemacht. Nicht alle, das wissen Sie auch, aber zum Teil sind sie gut gemacht, die uns erst sekundär rational involvieren. Also wir können sozusagen diesen Platz, den die Emotion hat, dort besser einräumen. Versuchen wir noch kurz dazu zu kommen, warum das Ganze Konjunktur hat. Wir sind schon ein bisschen, was die Zeit anbetrifft, gewarnt worden sozusagen, dass uns bald hier das Mikro abgedreht wird. Wir haben ein paar Phänomene, die uns gerade auch durchgängig beschäftigen, gerade auch in den Medien oder auch mit den Medien. Wir beobachten so etwas wie eine Fragmentierung der Öffentlichkeit und zwar durch Echokammern und Filterblasen. Sie kennen das, Echokammern. Sie bewegen sich sozusagen eigentlich nur noch in dem Bereich, in dem sowieso schon gesagt wird, wovon sie auch überzeugt sind und das nur auf diesen Grundlagen weiterentwickelt wird. Und auch die Filterblasen, wenn sie sich auf einer bestimmten Homepage befinden, die eine bestimmte Wertüberzeugung hat, werden sie dort meistens auch weitergeleitet zu Homepages, die ähnliche Wertüberzeugungen haben. Und das Ganze ist, wenn Sie in einem Bereich drin sind, in einer Echokammer oder in einer Filterblase, kann es sozusagen Gruppenbildungen begünstigen und damit Öffentlichkeiten fragmentieren. Dann gibt es die ganz virulente Infragestellung klassischer Wissenshierarchien, die wir zurzeit erfahren. Also das passiert immer mal wieder im Laufe der Geschichte, aber gerade ist auch die Wissenschaft sozusagen am Pranger. Auch sind die Medien als Wissenslieferant am Pranger. Gerade auch, weil das Internet sozusagen einen eigenen Platz jetzt innerhalb dieser Hierarchie sich mittlerweile erarbeitet hat. Dann haben wir das, was Marius schon angesprochen hat. William James hat das genannt, einer der Pioniere der Psychologie, dass die World as a blooming, buzzing confusion sozusagen und sowieso in der Komplexitätserhöhung, die heute noch viel virulenter ist als damals vielleicht, dazu nötigt, dass wir in diesem narrativen Modus eigentlich damit umgehen müssen. Und das Internet und die sozialen Medien als Katalysatoren sind ein ganz wichtiger Punkt, gerade weil die sozialen Medien eigentlich als Gefühlsraum mittlerweile zu verstehen sind. Was soll das genau heißen? Also in den sozialen Medien finden wir etwas, was von dem normalen, in Anführungszeichen, öffentlichen Diskurs unterschieden ist. Soziale Medien sind hauptsächlich ein Gefühlsraum, in dem es nicht nur niedrigschwellige Kommunikationsmöglichkeiten gibt, also jeder kann zu jeder Zeit eigentlich fast alles dort sagen. Sie sind ein Raum, in dem weniger Mäßigung stattfindet. Wenn Sie sozusagen in der Öffentlichkeit so direkt beleidigend vorgehen würden, hätten Sie keine schützende Anonymität um sich herum. Sie bieten die Echoräume und die Filterblasen, die gerade angesprochen wurden. Sie haben die Emotionen, die Aufregung als Treibstoff, was wir auch aus den Medien kennen, also wenn Sie die Yellow Press kennen, die stärker auf Emotionales und auf Aufregendes eingehen, ist es in den sozialen Medien im Prinzip so, dass es dort paradigmatisch um Emotionen und Aufregung geht. Sie kennen das, es ist like, nicht no,
Es ist sad, haha, angry und so weiter und so fort. Also sie reagieren auch nur noch in so einer emotionalen Form von Sprache, die damit zusammenhängt. Und was dort begünstigt wird, ist genau das, was ich eben versucht habe zu skizzieren. Ein narratives Verstehen im Gegensatz zum wissenschaftlichen, zum paradigmatischen Verstehen. Also dieser Abkürzungsmodus, den wir uns gerade genauer angeschaut haben. Die Wahrheit ist dort mehr gefühlt und nicht rational ausdiskutiert. Und es gibt den Effekt, dass je mehr Leute das geteilt haben, je mehr Leute das liken, es irgendwie vielleicht doch eine gewisse Wahrheit haben muss. Im Gegensatz zu dem, Wissenschaft wird zum Teil kaum gelesen. Warum sollte die sozusagen wahrer sein als das, was tausendfach im Internet geteilt wird? Also wir konstruieren eben unsere Welt aus Fakten, die manchmal gar nicht so wahr sind. Wir betten sie ein in größere Erzählungen, die uns die Welt verstehbar machen. Ich meine, warum das vielleicht ein Problem ist, ich denke, das können Sie sich auch selbst denken, wo die Gefahren liegen. Das ist ja auch der Anspruch der GWUP, hier eben aufklärerisch tätig zu werden. Vielleicht nur zum Abschluss eine große Studie, die haben eher über 5 Jahre lang rückschauend Facebook analysiert und 2 Echokammern verglichen. Einmal die Verschwörungstheorie-Echokammer und einmal die, sag ich mal, scientistische Echokammer, wo die Wissenschaft als alleinseliges Merkmal gepriesen wurde. Und dann eben auch die, sag ich mal, die Banking-Seiten, auf denen die Mythen der Verschwörungstheoretiker widerlegt wurden. Und jetzt sehen Sie hier von den Leuten, die sich in Verschwörungsforen, in Verschwörungs-Facebook-Seiten tummeln, sind gerade mal 1,3% der Leute überhaupt auf diese Debunking-Seiten gegangen. Das heißt, die Zielgruppe wird gar nicht erreicht. Es gab dann auch noch weitere Studien, teilweise mit Methoden, die man sicher diskutieren kann, wo aber dann zumindest rauskam, dass auch so die Persönlichkeitsprofile der Leute in diesen Echokammern gar nicht so unterschiedlich sind, ob es jetzt Verschwörungstheoretiker sind oder Leute, die Wissenschaft ins Extrem treiben wollen. Das heißt, wir haben diese wahnsinnige Polarisierung, die Sie ja auch alle schon wahrgenommen haben. Und es ist halt die Frage, was können wir dagegen tun zum Abschluss, um das jetzt mal zu überspringen, dass wir auch noch Zeit für die Diskussion haben. Wir haben jetzt auch lange drüber diskutiert, Alexander und ich. Und eigentlich, wenn man die ganzen empirischen Sachen zusammennimmt, gäbe es 3 Ratschläge. Einmal keine Fakten ohne Diskurs, eben aus dieser einen Studie, dass Dinge nach einiger Zeit falsch erinnert werden. Das kann ich dadurch verhindern, dass ich bei der Rezeption schon das Nachdenken und auch den Diskurs anrege, indem ich mir sofort eine Meinung bilde. Ich müsste versuchen, wenn ich andere Weltbilder in Frage stelle, eben nicht das Weltbild in Frage stellen, sondern die Fakten. Also bei Studien mit Impfkritikerseiten war halt so der klare Ratschlag, das sind Leute, denen ist Individualität sehr wichtig. Das sind Menschen, die wollen über sich selbst bestimmen. Das heißt, wenn ich sie dazu bringen will, ihre Meinung zu Impfungen in Frage zu stellen, müsste ich auch an dieses Weltbild anknüpfen und nicht alles in Frage stellen. Und letztlich aus ganz, ganz vielen empirischen Studien über Verschwörungstheorien, die Suche nach Persönlichkeitseigenschaften war mau, da kam nicht viel raus, auch so mit Wertesystem. Also man kann Verschwörungstheorie nicht so richtig fassen psychologisch. Das Einzige, was immer wieder in den Studien wirklich hängen bleibt als ganz, ganz zentraler Faktor, ist eben das Vertrauen. Das Vertrauen ist verloren gegangen, das Vertrauen in die Medien, das Vertrauen in Institutionen und dadurch, durch diese Polarisierung, die sich in den sozialen Medien immer weiter abspielt, ist so ein ja, fast unüberbrückbares Hindernis entstanden. Und das wäre jetzt vielleicht auch das, was wir zur Diskussion stellen würden. Also wie können wir erreichen, dass sich diese, sage ich mal, sehr gegensätzlichen Weltbilder wieder in einem Diskurs begegnen können, um einfach dieses Vertrauen aufzubauen, die andere Seite überhaupt erstmal zu hören. Und wir haben da zwar keine Lösung, wie man das erreichen könnte, aber vielleicht ist es zumindest eine Anregung, die man mitnehmen könnte, dass es nicht nur auf der Faktenebene wichtig ist, sondern dass es erstmal auf der Vertrauensebene wichtig ist, wieder in den gemeinsamen Diskurs zu finden. Dankeschön. Applaus